Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und da haben wir wieder diese fiese Locke. Kletten ist keine gute Idee für jeden, der jetzt darüber nachgedacht hat, weil dann fliegen die Haare noch mehr durch die Gegend. Gut. Also, heute ist Freitag und ich dachte, ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, was ich eigentlich an sich eher an einem Mittwoch bereden würde normalerweise. Aber ich fand es jetzt einfach für mich heute wichtig, es zu bereden. Also, es geht um Folgendes. Es ist nur eine Theorie und eine Beobachtung bei mir. Und mich würde auch sehr interessieren, wie das andere Asperger haben. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und zwar, ich für meinen Teil, ich beschäftige mich ja sehr damit, dass ich keine Gefühle habe und dass meine Gefühlswelt irgendwie so betäubt ist, wenn man so will. Und ich oft so das Gefühl habe, ja gut, das klingt jetzt blöd, aber das Gefühl, dass ich eben nichts fühle, das klingt doof. Aber ich habe dann irgendwie so die letzte Zeit mal öfters drüber nachgedacht und ich bin dann irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo ich mir so überlegt habe, an sich merke ich, dass ich doch Gefühle habe. Ich habe andere Art von Gefühle und meine Gefühle zeigen sich anders und sie sind nicht daueraktiv. Also wenn man so will, auf einen Monat gesehen habe ich ungefähr 3 Minuten Gefühlsregung oder so gefühlt. Also so kommt es mir immer vor. Und dass ich sehr schnell vergesse, wenn da irgendwas war. Es ist meistens so, dass ich, wenn ich Gefühlsregung habe, dass es bei mir einen richtig heftigen Auslöser braucht. Also wirklich sowas, wo es mir die Füße gefühlt unter den Boden, unter den Füßen wegzieht. Und eins der Sachen zum Beispiel war, als mein letzter Hase verstorben ist, da bin ich wirklich richtig zusammengeklappt. Ich habe da, glaube ich, 30 Minuten Rotz und Wasser geheult. Und dann nach 30 Minuten war es vorbei. Ich meine, ich habe wirklich dann, nach 30 Minuten war es so schnipp und plötzlich war es weg. Ich habe wirklich nichts mehr gefühlt. Das war so 30 Minuten intensives, richtig, als ob meine ganze Welt plötzlich weg wäre. Und ich habe gedacht, es hört auch nie wieder auf, weh zu tun. Und dann plötzlich war es einfach wieder vorbei und kam auch nie wieder. Ich war dann auch echt überrascht, dass es so schnell geht, sowas. Oder sowas anderes, zum Beispiel, als ich angefangen habe bei YouTube, das war wirklich so, ich weiß noch, am 9.09.2015, da hatte ich die letzte richtig intensive Gefühlsregung, nämlich, da war ich unglaublich aufgeregt, weil ich habe echt, in dem Moment hat mir das Herz gerast, ich habe richtig das Sausen in den Ohren gehört, als ich diesen Balken gesehen habe, der mir gesagt hat, das Video wird hochgeladen. Und ich bin da gesessen und habe mir so gedacht, alle paar Sekunden, okay, ich mach's doch. Oh Gott, was mache ich, wenn ich jetzt, wenn's was war? Ich konnte gar nicht mehr richtig denken. Was für mich eigentlich so was ist, was ich gar nicht habe. Weil ich bin einer dieser Menschen, die wirklich sehr rational denken und ich bin auch jemand, der sehr logisch denkt. Beispiel, ich kaufe mir etwas und brauche einen Adapter. Aber der Adapter ist nur in einer Packung mit was, wo kleinere Einheit drin ist und die kleinere Einheit kostet weniger. Dann sage ich, gut, ich kaufe mir die kleinere Einheit, habe einen Adapter und kaufe mir das, was ich brauche in meiner Größe, dann halt so. Und wenn es dann dumm, wenn es dann eben so ist, dann mache ich eben noch Folgendes und verschenke das. Das ist für mich sowas, wo ich Logik. Was für mich jetzt keine Logik wäre, wäre mir jetzt eine kleinere Einheit zu kaufen, weil der Adapter dabei ist und ja, das, was ich brauche, eben nicht nur, weil dann beim anderen ein Adapter dabei ist. Das ist für mich sehr unlogisch. Einfach, ja. Oder ist es auch sowas wie, ja, ich folge einer Logik, die viele nicht verstehen, aber für mich ist es halt diese rational logische Denkart. Und oft, wenn meine Mutter oder meine Schwester irgendwie da saßen und diese riesengroßen Gefühlsregungen hatten von Glück und Trauer und so, wenn ich meistens daneben gesessen habe, habe ich mir so gedacht, wie lange geht das jetzt noch? Also die 30 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt langsam sollte diese Gefühlsregung aufhören. Ja je, wie lange kann das noch gehen? Und wenn selbst wenn es noch einen Tag später noch da war, war es für mich immer so dieses, ja gut, das ist jetzt nicht mehr gesund. Ich habe sehr lange sogar gedacht, dass
dass ich normaler bin als die meisten, weil ich so kurze Gefühlsregungen hatte und habe mir so gedacht, ja, so maximal 30 Minuten Gefühlsregung und das ist normales, gesundes Gefühlslebensverhalten. Und als ich dann das erste Mal so mitbekommen habe, dass die meisten anderen sehr lange Gefühlsregungen haben, und dass die immer haben, da bin ich mir dann echt so vorgekommen wie, oh, das erklärt viel. Es ist einfach so, ich glaube, dass es eben bei mir viel, viel deftigere Auslöser braucht, dass ich wirklich viel, ja, also die Gefühlsregungen, die ich eben so kenne, ist komischerweise Freude, absolute Trauer, unglaubliche Wut und ja, sonst war es das eigentlich so, was mir auf die Schnelle einfällt. Weil die meisten meiner Gefühlsregungen, wenn ich mal so ganz genau drüber nachdenke, sind einfach überdeckelt von meinem Asperger. Ich habe manchmal so das Gefühl, ja, wenn ich jetzt euch ein Bild so basteln müsste, dürfte, würde ich sagen, Gefühle sind wie eine Tonne Wasser. Und bei den meisten Leuten ist die Tonne Wasser immer auf und Wasser läuft rein. Und dass es bei uns Aspergern eben so ist, dass diese Tonne immer bloß halb voll ist und dann auch noch mit einem Deckel drauf und der Deckel dann noch verschweißt wurde und dann eben wirklich sowas kommen muss wie eine riesen Feuerstelle drunter, dass es richtig so wumm hochkocht und dann schaltet halt auch jemand ganz schnell das Feuer wieder runter und dann war es das alle auch wieder. Und ja, ich stelle es mir immer sehr anstrengend vor für die Leute, die um mich rum sind, weil es ist so von diesem, ja, nichts fühlen und tendenziell eher glücklich sein, dann nur plötzlich zu wirklich so weltzusammenbrechend, brechend mäßigem Menschen, der da liegt und wirklich so einem das Gefühl vermittelt, die Welt geht jetzt gerade unter. Und dann nur 5 Minuten später zu einem sagt, ja, und was gibt's zum Abendessen? Ich stelle mir das immer sehr schwierig vor vom Gedanken her, weil bei mir kann man nicht so wirklich mitschwingen. Es ist wirklich schwierig, bei mir empathisch zu sein, weil, mein Gott, wenn es so kurz geht, da kann man sich kaum drauf einstellen. Und wenn man empathisch ist, dann hat man echt voll das Hin und Her, Hin und Her. Und es ist einfach wirklich so was, wo ich mir oft denke, ja, manchmal wünschte ich mir, ich hätte öfters länger und konsequenter die Gefühlsregungen. Ich würde mal gerne auch mal wegen irgendwas ein Jahr trauern. Ich würde auch mal gerne nur eine Woche trauern. Mein Gott, ich würde mal gerne auch mal nur einen Tag trauern. Aber dann denke ich wieder, es ist eigentlich auch an sich eine richtige Superkraft, wenn man nicht die ganze Zeit sich mit Trauer, Schmerz, Leid und sowas oder auch einfach so abgeben muss, weil einfach die Gefühlsregung, die Gefühlswelt danach nicht ist, sondern einfach es schnell wieder verschwindet. Ja, manchmal frage ich mich aber auch, wie ich wäre, wenn ich diese Gefühlsregungen hätte. Und dann nach nur 5 Minuten komme ich oft zu dem Ergebnis, wenn ich sie hätte, hätte ich wahrscheinlich immer Kopfschmerzen. Weil Gefühle sind nichts Rationales und Gefühle kann man sich nicht erklären. Und Dinge, die nicht rational sind und die man sich nicht so gut erklären kann, machen bei mir oft Kopfschmerzen. Und ja, ich denke, das ist einfach so eine Art von Schutzmechanismus ist, den wir Asperger uns mehr oder weniger in die DNA oder wie auch immer eingebaut haben, damit wir nicht die ganze Zeit mit Kopfschmerzen oder mit Schmerzen rumlaufen müssen oder dass wir eben einfach, ja, in diesem Punkt es einfacher haben. Weil, naja, ich will jetzt nicht Peter Parkers Opa oder Onkel Ben zitieren, aber aus großer Macht voll große Verantwortung und ich glaube auch aus großen Talenten kommt irgendwo ein großes Makrum, dass wir einfach irgendwie alle für alles, was gut ist, was Schlechtes haben und dass es so ein Gleichgewicht der Welt ist. Und ja, ich denke, eine dieser tollen Sachen, die mir immer zum Asperger einfallen, ist, ich trauere nicht lang. Ich habe nicht lange diesen Schmerz. Ich bin einfach jemand, der ja, über Dinge schnell hinwegkommt. Und eine der Sachen, die ich eben schade finde, ist, ich kann mich eben auch nicht lange über was freuen. Ich kann auch nicht lange über irgendwas, ja, glücklich sein. Und ja, es muss wirklich bei mir die deftigsten Wumm-Erlebnisse sein, dass es überhaupt funktioniert. Und manchmal wünschte ich mir, es würde auch einfach mal mit bisschen weniger so
mit einer Fee nicht nur, es müsste nicht ein Elefant über mich drüber laufen von Gefühlsgewalt, sondern einfach meine Fee da an mir vorbei schwirren. Aber naja, was eben ist, ist so. Und was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern. Aber ich wollte einfach mal das so loswerden, diese Theorie. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu unserem Querdenker-Quiz-Auflösungsding. Ich lese euch wie immer heute die Frage nochmal vor und dann kommt die Antwort. Einen Aktenvernichter kann man gut gebrauchen. Einen, entschuldigt, ich habe es immer noch nicht, um alte vertrauliche Unterlagen etc. zu entsorgen. Doch so ein Teil ist nicht günstig. Du hast jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. A. Überwinde deinen Geiz. B. Mühevolle Handarbeit mit Locher und Schere? Oder fällt dir als Querdenker noch eine andere Alternative ein? Und jetzt noch der Tipp nochmal. Welcher haushaltsübliche Gegenstand könnte dir hier behilflich sein? Die Frage nochmal gezeigt. Und hier kommt jetzt die Auflösung. Genau, es gibt doch die gute alte Waschmaschine. Nimm einfach einen Nylonstrumpf und stopfe alte Aktenblätter, Dokumente, Steuererklärungen hinein und drücke dann auf Start. Die Tinte wird verblassen oder ausgewaschen, das Papier wird zerknittert und dann auseinanderfallen. Hier die Antwort. So, und jetzt noch an. Ein kleiner Tipp für alle da draußen und vor allem für Jüngere, die das dann bei ihren Eltern bei den Waschmaschinen versuchen wollen. Macht's nicht und vor allem nicht mit einem Nylonstrumpf, weil die Dinger sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie lange halten. Und wenn ihr Papier in die Waschmaschine bekommt, ist die für immer kaputt. Also, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Hoffe, dass ihr mir was schreiben möchtet, wenn ihr mögt. Schreibt mir doch entweder auf Twitter oder auf Facebook oder eben an meine E-Mail, an die bellen.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss!